zurück auf Straightforward. Unsere heutige Sendung geht rund ums Tanzen und wir berichten euch von der Neueröffnung der Flying Steps Academy. Also kommt mit! Also ich bin der Wartam von den Flying Steps. Die Flying Steps gibt es seit 1993 und ihr seid heute hier bei den Flying Steps Academy. Wir hatten heute unsere Tag der offenen Tür, also die Eröffnung unserer neuen Tanzstätte. Herzlich willkommen. Also unser Ziel ist es so einfach, den professionellen Tänzern eine Plattform zu geben, wo sie sich selber präsentieren können, selber trainieren können und auch für Leute, die einfach ein Talent haben fürs Tanzen, sie selber fit werden für eine Bühne, wo sie einfach ihren Traum nachgehen können, als professioneller Tänzer halt davon vielleicht irgendwann mal zu leben und diese Kunstform einfach ja, weitertragen. Hi, ich bin also der Chico und ich bin Dozent bei der Flying Steps Dance Academy. Entschuldigung, es heißt jetzt Flying Steps Academy. Und ich bin mittlerweile seit 30 Jahren dabei. Ich werde als Berliner jetzt reden, also sogenannte oben Schritte lernen, unten Schritte lernen, einfache Freezes, ein paar Power Moves. Also wirklich alles auf einem Niveau, das wirklich Spaß macht. Es wird die ganze Zeit angeboten, dass Tänzer einfach wissen, immer wie das ist, was. Es gibt gar keinen Grund für sie, aus ihrem Training auszusteigen. Ja, weil sie sind halt Berliner. In Berlin gibt es halt viele, viele Möglichkeiten, um halt vom Thema abzukommen. Und das ist halt meine Möglichkeit, halt zu sagen, ey, ihr habt eine ganz klare Linie, bleibt beim Training und ihr werdet halt selber eure Erfolge, eure Weiterentwicklung halt weitersehen. Ich habe nur so viel und ihr kriegt alles, was ich habe. Fertig, Punkt, Ende. Und bitte sieh zu, dass du daraus mehr machst als ich. Fertig, Punkt, Ende. Hey, ich bin Tresor Pembele, ich komme aus Berlin. Also ich lebe in Berlin seit 7 Jahren. Ich bin in erster Linie Sales Assistant bei Adidas Neo und ich bin Hobbyblogger. Ich schreibe über das Tanzen bzw. über Tänzer, weil es für Tänzer aus der urbanen Szene keine Plattform gibt. Das sind für mich in meinen Augen Künstler und sie sollten halt auch so behandelt werden. Und ich gebe ihnen die Plattform, einfach eine gewisse Aufmerksamkeit zu haben. Und deshalb schreibe ich übers Tanzen, über Tänzer, über ihre Liebe, ihre Leidenschaft und über ihre Gefühle und alles, was dazu kommt. Du hast, wenn du hier bist, doppelt Step End, doppelt ziehen, hoch und links halten, jetzt rechts, links. Hallo, ich bin Sevi von Flying Steps, 25 Jahre alt. Ja, und ich unterrichte hier auch fest in der Flying Steps Academy. Es gibt einen so ein Gefühl, als ob man fliegt, wenn man sich auf den Kopf dreht oder plötzlich mit seinen zwei Händen in der Luft rumdreht. Das ist so ein eigenartiges Gefühl, nachdem man süchtig wird. Das ist wie eine Droge. Also ich finde, jeder hat es verdient, mal die Chance zu kriegen, zu tanzen. Ich finde, Tanzen ist eigentlich sowas wie eine Heilung. Es ist wirklich was Heiliges, finde ich. Und ich finde, Tanzen hält jungen Menschen von Unsinn ab, wie der hier. Und ja, das ist das Beste, was einem passieren kann. Wir haben alles gemacht, was wir in Attilas Kursen auch sonst machen. Ein bisschen verkürzt natürlich, aber er hat eigentlich alles gezeigt, was wir so machen. Das war ein guter erster Eindruck, finde ich. Da wird man echt den Stress los. Danach geht man einfach fröhlich aus diesen Workshops. Einfach eine schöne Freizeitaktivität. Thank you.
im Breakdance gibt es sogenannte Basics, wie zum Beispiel Uprocks oder Low-Tops und dann sogenannte Power-Moves und Freezes. Power-Moves wären jetzt zum Beispiel sowas. Dazu gehören ein Helikopter oder ein Twist oder ein Headspin. Ja. Er setzt an zu einem Headspin. Das heißt, man dreht sich auf seinem Kopf freihändig. Und hier wieder ein Power-Move. Das ist ein Flair. Da gehört auch viel Balance mit dazu. Balance und Kreativität und Hemmungslosigkeit. Akrobatik spielt natürlich eine große Rolle. Es gibt Grundlagen, also Basics, die man lernt. Und die kannst du dann für dich selbst abändern und verändern. Jedoch sollte man erkennen, was das für ein Move ist. Das wäre so ein Turtle, also eine sogenannte Schildkröte. Und das variiert sich einhändig, zweihändig. Und hier wieder ein Headspin. Und er trägt zum Schutz, wie wir sehen, eine Mütze, um sich nicht zu verletzen und sich nicht die Haare zu verbrennen. Und das dient natürlich auch zur Beschleunigung. Und die meisten Jungs, die dort antreten, sind halt von der Straße. Das sind sogenannte Urban-Tänzer, die im Gegensatz zu kommerziellen stehen. Und die erlangen halt durch Antreten bei Battles oder Teilnahmen bei Battles Respekt und Anerkennung und verschaffen sich dann auch ihren Namen. Es ist eine Art Integration im Tanzen. Das ist ein Freeze. Das heißt, man stoppt und hält seinen Move fest, sodass ein Fotograf sozusagen die Zeit hätte, diesen Move festzuhalten. Mich wundert es, dass sie alle nicht wirklich richtig durchtrainiert aussehen. Also es ist, scheint mir nicht so, als ginge es nur um Kraft. Nein, natürlich gehört sehr viel Technik dazu. Also Kraft ist nicht gang und gäbe, ist natürlich Grundlage, aber Technik ist hier natürlich das A und O. Wenn ihr zu zweit oder wenn man zu zweit antritt oder als Gruppe in einem sogenannten Crew Battle, ist es üblich, dass man kurze sogenannte Routines präsentiert, um halt zu beweisen, dass man miteinander harmoniert. Aber das Spielerische und die Spontanität darf auf keinen Fall verloren gehen. Und sich gegenseitig zu motivieren und anzuspornen, wie die zwei es tun, ist natürlich super wichtig. Was würdest du Neuansteigern mit auf den Weg geben? Neuansteigern? Ja, ich würde ihnen sagen, bleibt dran, bleibt am Ball, gebt nicht auf, auch wenn ihr der Meinung seid, dass ihr einfach nicht so gut seid wie andere. Aber Training macht den Meister.